Valerie Wilms für die Grünen im Bundestag, Wahlkreis Pinneberg, Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Ihr Nutzerprofil im Netz, eines von Millionen, die ein NDR-Team von Datenhändlern bekommen hat. Darin die Adresse jeder einzelnen Internetseite, die Wilms im vergangenen August aufgerufen hat. Steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse, ne? So Vorsorgeaufwendungen, sonstiges, ne? Ist alles zu sehen, ne? Scheiße. Alles abgegriffen, ohne ihr Wissen. Und dann gebündelt mit Millionen anderer Daten zum Verkauf angeboten. Wilms ist nicht die einzige ausgespähte Politikerin aus dem Norden. Für die SPD im Bundestag Frank Junge aus Wismar. Und der netzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lars Klingbeil aus Munster. Bei Klingbeil und Junge sind es enge Mitarbeiter gewesen, die ausspioniert wurden. Der NDR konfrontiert Klingbeil mit den Daten. Reisedaten, Online-Recherchen zu politischen Themen, Persönliches, teils Intimes. Eine Fundgrube für Lobbyisten, schlimmstenfalls auch für Erpresser. Ich gebe zu, auch ich habe nicht gewusst, dass solche Sachen identifizierbar sind. Vielleicht ist man da naiv an der Stelle. Aber da braucht man auf jeden Fall auch Aufklärung darüber, welche Daten eigentlich erhoben werden und was mit den Daten dann passiert. Und wenn es eben nicht reicht, mit Vertrauen zu arbeiten, dann müssen Gesetze her. Ein Zusatzprogramm im Internetbrowser, ein Add-on, stiehlt die Daten. In Wilms Fall WOT, Web of Trust. Das Unternehmen erklärt, es unternehme große Anstrengungen, Daten zu anonymisieren. Bei den Daten von Wilms hat das nicht funktioniert. Dann gibt es nur eine Maßnahme. Und die werden wir jetzt gleich mal machen. Einstellungen, Erweiterungen, WOT und dann weg damit, gelöscht. Doch was das kleine Spionageprogramm bis dahin schon über die Politiker gesammelt hat, das bleibt im Umlauf.